Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Buntigammer Sturm Graz hier aus der Philips Arena in Eindhoven. Wir treffen morgen in der dritten Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League auf die PSV Eindhoven. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr. Wir freuen uns über 900 Sturmfans, die uns hierher begleitet haben. Ich darf direkt mit unserem Torhüter Kjell Scherpen beginnen. Kjell, du bist noch nicht lange in Graz und kommst jetzt mit deinem neuen Club schon zurück in die Heimat. Wie fühlt es sich an, hier um den Einzug in die Champions League zu kämpfen? Ja, voelt heel goed. Toch altijd goed op Nederlandse bodem. Vrienden en familie die kunnen komen kijken. Dus leuk om even terug te zijn. Ja, het is schön, weer op Nederlandse bodem te zijn. Vrienden en verwanten die kunnen natuurlijk ook te bezoek komen. Dat is schön om weer hier te zijn. Eure vragen bitte aan onze Torhüter. Graag de vragen aan de keeper. Christian Willaert van ESPN Nederland. Toch wel. Kjell, goed je weer te zien. Wat zijn jouw herinneringen aan het Philipsstadion? Weet dat het altijd wel lastig is hier natuurlijk. Een paar keer mogen spelen. Zelf op het veld hebben gestaan met Emmen. Nou ja, dan weet je sowieso dat het een lastig verhaal was. En met Vitesse vorig seizoen mogen spelen. Dus weet altijd dat het lastig is. En dat zal morgen niet anders zijn. Eigentlich ist die Frage, du wirst wieder im Philipsstadion spielen, Kjell. Und wie fühlt sich das an? Du warst ja schon mal hier und hat erzählt, ja, es ist immer schwierig. Ich habe mit Emme hier gespielt und wenn man mit Emme spielt, ist es sowieso schwierig, gegen PSV zu spielen. Und dann Vitesse hat ja auch hier gespielt und auch das war ein schwieriges Spiel. Die wedstrijd tegen Vitesse, daar zat een gestopte penalty in, dat was goed. Maar er zat ook een tegengoal in die je liever niet erin had zien gaan en een rode kaart. Beetje misschien exemplarisch voor het wisselvallige seizoen wat je had afgelopen jaar. Hoe fijn is het om dan in zo'n seizoen als dit, vanaf het begin van de voorbereiding, een hele nieuwe frisse start te maken? Dat is wel echt het belangrijkste eigenlijk wat voor mij dit seizoen, wat ik wou. Ergens vroeg komen om te settelen. Het team te leren kennen en niet ergens net voor de competitie of als de competitie al bezig is ergens binnen te komen. Dat helpt enorm en ik voel dat ik snel in de ploeg ben gegroeid, weet hoe het gaat, de manier waarop ze spelen. Dus voor mij was dat wel iets heel belangrijks en ben ik blij dat het gelukt is en dat ik bij deze mooie club dit seizoen mag spelen. Die Erinnerung vom Vitesse-Spiel hat er angesprochen. Sehr schön, dass sie einen Elfmeter gestoppt haben. Das Gegentor war natürlich nicht so gut für dich und die rote Karte auch nicht. Aber die Frage, eigentlich hat er auch gesagt, der Journalist, das war natürlich auch exemplarisch dafür, dass ihr so wechselhafte Saison gespielt habt. Wie schön ist es, wenn man jetzt einen neuen, frischen Start hinlegen kann beim neuen Verein? Und das fand er auch gut, dass man von Anfang an dabei ist. Er ist schnell hineingewachsen ins Team, er weiß, wie gespielt wird. Das ist wichtig, so von Anfang an dabei zu sein. Es gefällt ihm gut. Und er ist auch ein guter Verein, das ist auch wichtig. Gibt es noch weitere Fragen? Kjell, had jij vrijdag de wedstrijd van de Cruijffschaal gezien? En wat voor indruk maakte PSV op jou in die wedstrijd? Ja, ik heb gekeken. En was wel onder de indruk van PSV. Ik denk dat ze een goede selectie hebben. Altijd, ik denk dat het heel knap is als je 0-1 wint. Uit in de Kuip. Ik denk dat PSV best wel controle had. Goed speelde. En ook wanneer ze gingen wisselen, dat ze ook heel veel kwaliteit nog in het veld konden brengen. Dus dat zegt ook wel wat over de grootte van de selectie. En daar moeten we ons goed op voorbereiden. In Nederland gibt es hier Johan Cruijff, diese Schale. Da haben sie gespielt, das war eigentlich ein Spiel vor dem eigentlichen Liga-Anfang. Und dann war die Frage, ob er PSV gesehen hat, als sie gegen Feyenoord gespielt haben. War seine Antwort, er hat es gesehen. Er hat auch gesehen, dass Kader sehr gut ist, das, was sie auf dem Spielfeld gebracht haben. Ist auch sehr, sehr
gut, wenn man das hinkriegt, um 0-1 in, ja, eigentlich im Auswärtsstadion zu spielen bei de Kuip in Rotterdam. Der Eindruck von PSV Eindhoven fand, dass sie sehr alles kontrolliert gemacht haben, ein gutes Team. Und auch als die Leute von der Bank irgendwie ins Spiel gebracht haben, sieht man auch, dass das, auch das Kader an sich auch gut ist. Also gibt es noch? Bitte, Peter. Kjell, du kennst jetzt die Stimmung in Liebenau von den Sturmfans. Wie ist die Stimmung hier? Auf was müssen sich deine Kollegen bei Sturm vorbereiten? Auf welchen Hexenkessel? Eigentlich ist die Frage von, ja, hoe ist die Stimmung? Waar moeten de collega's zich op voorbereiden? I think the team is good prepared. We had a good start in the league, of course. But I think PSV is something different than the level is much higher, I think. So we need to be really, really ready. And yeah, we have to deliver a top performance to get a result here. But we are good prepared and yeah, ready for a good fight. I think the question is also, how do you compare the fans in Austria to the fans? For me, it was really nice to first to see the away fans in Austria Wien. Was really amazing with how many people they were coming to Vienna. And also last weekend, my home debut was really nice. The atmosphere was amazing the whole game. So yeah, and celebrating after the game with them together was even better. So yeah, for me it's really nice feeling to have those kind of supporters now behind me. And yeah, I'm looking forward to see them tomorrow again. I think good. It's always in Holland different, I think, than in for example in Sturm. I think yeah, sometimes it's when it goes a little bit less or the opponent is the better team, they can go whistle or something like this. And I hope we can get them more quiet with the good game, and then hopefully they're gonna whistle or something, and that's a sign that we play a good game. But let's see. The atmosphere, of course, is great. It's a great stadium. The fans are with a lot of fans. So let's see. It will be a nice football match to play. Gibt's noch eine Abschlussfrage an den Kjell? Dann danke vielmals, Kjell. Wir entlassen dich zum Training. Super. Danke. Ich darf natürlich auch unseren Cheftrainer Christian Ilzer neben mir begrüßen. Chris, mit der PSV Eindhoven treffen wir auf den Vizemeister aus Holland, den Pokalsieger. Was willst du von deiner Mannschaft gegen so ein Klasse-Team sehen? Was für ein Spiel erwartest du dir? Ja, ist uns allen bewusst, dass wir richtiges Kaliber da vor der Brust haben. Und trotzdem muss es natürlich der Zugang sein, schon sehr respektvoll sein vor dieser Mannschaft, aber natürlich nicht in Ehrfurcht erstarren. Wir müssen, haben einen sehr, sehr guten Ligastart gehabt, müssen überzeugt sein von unseren Stärken und natürlich auch hier im Auswärtsspiel schon versuchen, neben einem sehr, sehr guten Verteidigen, was nötig sein wird, müssen wir auch versuchen, aber diese Klasse-Mannschaft auch ihrer Defensive zu beschäftigen. Wir brauchen in allen Phasen einfach eine Top-Leistung. Und an die müssen wir glauben, die müssen wir uns zutrauen. Und dann ist es natürlich unser großes Ziel, hier mit einem Ergebnismangel abzureißen, das uns noch alle Möglichkeiten für das Rückspiel offen lässt. Eure Fragen bitte an unseren Cheftrainer. Guten Abend. Ich glaube, ich habe Erfahrung mit Spielen gegen holländische Mannschaften, zum Beispiel zweimal gegen Feyenoord im Vorjahr. Glauben Sie, dass dies eine ähnliche Herausforderung ist oder sehen Sie auch große Unterschiede? Wir haben ja jetzt in den letzten beiden Jahren, also wir haben vor zwei Jahren zweimal gegen PSV gespielt, letztes Jahr zweimal gegen Feyenoord. War immer eine Riesenherausforderung für uns. Ich denke, wir haben uns entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben durch diese internationalen Spiele gelernt. Wir sind ein eingespieltes Team. Und jedes Spiel auf diesem Niveau hat uns
auch wenn es diese große Niederlage im Vorjahr in De Kuip gab, haben wir 6 Wochen später dann gegen Feyenoord gewinnen können. Also durch diese Erfahrungen haben wir auch an Selbstbewusstsein, an Glauben an unser Spiel gewonnen. Und das wird morgen sehr, sehr wichtig sein, dass wir zum einen wissen, dass es eine klasse Mannschaft ist, auf die wir treffen, dass wir alle unsere Energie brauchen, um top zu verteidigen. Wir müssen auch an unser Spiel, an unsere Stärken glauben und uns zutrauen, auch hier in einem Auswärtsspiel unser Spiel zu spielen und unsere Tugenden, die uns auszeichnen, am Platz zu bringen. Und wenn wir das beide Seiten auf sehr hohem Niveau zeigen, dann nur dann wird es eine Chance geben für uns. Weitere Fragen? Kali, bitte. Chris, du hast es angesprochen, ihr habt euch weiterentwickelt. Jetzt sind wir da in diesem Stadion, ist natürlich eine beeindruckende Arena. Merkst du auch irgendwie von der mentalen Seite her eine gewisse Weiterentwicklung in deiner Mannschaft? Ihr wart sehr, sehr stark unterwegs in der Europa League im letzten Herbst. Merkst du da schon eine gewisse Gefestigkeit oder merkst du das beim einen oder anderen noch ein bisschen? Das Hammerl geht, wie man so schön sagt. Nein, das hoffe ich nicht, dass das Hammerl geht. Klar ist es jetzt wieder seit längerer Zeit der erste internationale Auftritt. Es wird eine großartige Atmosphäre sein. Wir haben ein Auswärtsspiel, es wird ein Energiekessel sein. Den müssen wir schnell adaptieren. Müssen wir versuchen, diese Energie, diesen Schwung schnell vom Gegner wegzubringen und dann auch unsere Momente kriegen. Wie es Akel gesagt hat, dass diese Stimmung Fans mit Heimmannschaft da kein Fluss, kein Flow kriegt. Und für das müssen wir einfach sehr viel investieren. Aber wir brauchen natürlich eine gehörige Portion Mut. Und diesen Mut, den nimmt man natürlich schon aus der Erfahrung mit, denke ich schon. Wenn ich mich erinnere an unsere ersten Auftritte, denke ich, da ist schon jetzt ja, Erfahrung, Routine und Anführungszeichen dazukommen und die wird uns nützen, aber nicht ausschließlich. Also da müssen wir einfach alles dafür tun, was in unseren Qualitäten steckt, um diese Maschinerie da nicht in Schwung kommen zu lassen. Ich bleibe vielleicht ganz kurz bei dem Thema. Ich muss dich ganz kurz ablenken vom Spiel, weil es war natürlich heute die große Geschichte, war natürlich das Stadion in Graz, dass ihr, wenn ihr aufsteigt, das mögliche Playoff nicht in Graz spielen könnt. Jetzt sind wir da in so einem Stadion und wir sehen alle, wie das Stadion ausschaut. Vielleicht kannst du uns ein kurzes Statement geben, was das mit dir macht, wenn man das vergleicht. Kann man es nicht, aber. Wie gesagt, das ist eine politische Geschichte. Da glaube ich, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner als. Als Trainer werde ich immer so kommunizieren, dass ich für jeden da bin, will mich nicht politisch äußern. Trotzdem macht es natürlich was mit mir, wenn man sagt, okay, wir können nicht in unserem Wohnzimmer, in unserer Heimatstadt solche Spiele austragen. Und wenn wir über PSV Eindhoven drüber kommen sollten, wäre das ja eine Riesengeschichte. Und die Belohnung dafür, zu Hause dann den nächsten großen Gegner zu empfangen, das nicht auszuleben zu dürfen, gemeinsam mit unseren Fans, da diesen echten Heimvorteil zu spüren, wäre natürlich schon eine Riesenenttäuschung. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch von meiner Seite und von den Spielern und ganz sicher von uns, von den Fans, ist das sicher etwas, was man fast nicht akzeptieren kann. Weitere Fragen, bitte. Gibt es noch Fragen? Dann danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen im Stadion.